Ja, ist irgendwo typisch, dass wir haben in unserer Gesellschaft zu wenig Zeit für die andere. Wir sind Gedanken nur bei unseren Aufgaben, aber ich will diesen Moment nutzen, um meinen Kollegen und alle Verantwortlichen von Verein, auch denen, was sind weggegangen, ich sehe einen nach vorne, gratulieren. Da ist nicht sehr verständlich, dass so früh ein Verein mit einem kleinen Mittel sichert Klasse und spielt weiter in der zweiten Liga. Das können nur die, was arbeiten akribisch, und von meiner Seite ein Kompliment und alles, alles Gute in Zukunft. Ich denke, das darf ich sagen, das haben wir heute hier verdient gewonnen. Erstmal aus Grund ersten Halbzeit, wo haben wir aus meiner Sicht auch guten Fußball gespielt, wo haben wir Gegner nicht viel zugelassen, wo haben wir auch viele gute Aktionen gehabt. In zweiter Halbzeit hat mir ein großer Teil vom Spiel nicht gefallen. Wir haben für Gegner zu viel Räumlichkeiten gegeben und wir wollten die 2-0 nach Hause fahren, was war nicht unser Ziel. Aber dann doch kommt dieser Moment. Was hatten wir oft auch bei den Spielen, auch wo haben wir nie gewonnen, dass am Ende des Spiels kommen wir wieder, dass wir spielen nach vorne, dass wir zeigen, das Spiel dauert 90 Minuten. Und haben wir dann auch aus meiner Sicht zwei sehr schöne Tore geschossen und ich bin froh, dass haben wir diesen Sieg heute hier gefahren. Wir brauchen den. Wir brauchen den unbedingt in einer Situation, wo fehlen uns sehr wichtige Leistungsträger. Wir brauchen selbstbewusst. Jeden weiß warum, aber nicht nur deswegen. Wir wollen bis Ende der Saison, wir haben uns vorgenommen, ein Maximum in der Liga erreichen, trotz Problemen. Und deswegen Kompliment an die Mannschaft und alle, was haben in diese Richtung viel beigetragen. Danke. Ich hatte ja im Vorfeld gesagt, es ist schön, mal etwas entspannter auf der Trainerbank sitzen zu können. Es war genauso schlimm wie in den zurückliegenden Wochen und Monaten, seit ich hier bin. Das hatte nichts mit Zurücklehnen zu tun, weil der Spielverlauf, die Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben, es natürlich auch nicht hergegeben haben. Ich hatte von der Mannschaft Dinge eingefordert, die man auch nach Erreichen des Klassenziels und im Endspurt in den letzten drei Spielen erwarten kann. Davon waren wir weit entfernt. Man hat es bei den beiden frühen Toren gesehen, mit welcher Nachlässigkeit und mit welch fehlendem Biss wir da gegen den Ball gearbeitet haben oder unser Tor haben verstanden, sauber zu halten. Das war eine Katastrophe und es ist dann natürlich auch schwer gegen so eine Mannschaft nach 2-0 im Rückstand ein Spiel nochmal zu kippen. Und da hat man halt eben in vielerlei Hinsicht Dinge gesehen, die meinem Anspruch nicht genügen. Und deswegen bin ich natürlich, auch wenn ich der Mannschaft zurückliegend für das Erreichte und für das Sichern der Klasse ein Riesenkompliment ausgesprochen habe, kann ich mich trotzdem bis zum Schluss weiter ärgern, wenn man Auftritte zeigt, wie am heutigen Tag. So kann es nicht funktionieren und es ist halt eben auch ganz einfach in meinem Naturell, so war es früher als Spieler, so ist es heute als Trainer, dass ich auch nach Erreichen eines Zieles nicht aufhöre zu bohren und ich will gewinnen und zumindest mich besser präsentieren. Wir haben ein kleines, aber ein treues Publikum. Wir haben Sponsoren auf der Tribüne. Wir haben Spieler, die sich empfehlen wollen, sei es für uns, sei es für einen anderen Verein. Wenn man dann sieht, was da auf den wunderbaren grünen Rasen kommt, ist es für mich eine einzige Enttäuschung. Und ich werde, wie gesagt, nicht aufhören zu bohren. Und ich werde sehr kritisch mit der Mannschaft ins Gericht gehen, weil es war eine Niederlage, die war mir zum einen zu hoch, aber insbesondere die Art und Weise, wie sich ein Großteil der Mannschaft heute präsentiert hat, ja, es war einfach grausam und schlecht und hat nicht das widergespiegelt, was die Trainingswoche gezeigt hat. Und auf der einen Seite freue ich mich natürlich über die warmen Worte von Milan für das Erreichen unseres Klassenziels, wenngleich wir uns noch 2 Punkte fehlen zu der gesetzten Marke von 40 Punkten. Und ich möchte dir das Kompliment zurückgeben, weil es alles andere als einfach
ist, als Zweitligist ins Endspiel einzuziehen, zu dem ich dir alles Gute, deiner Mannschaft, dem Verein alles Gute wünsche. Und ich freue mich mehr, ich darf das sagen, über einen Pokalsieger MSV Duisburg, wie wir wissen ja, wer noch teilnimmt. Ja. Und Sie sehen, trotz allem Ärger werde ich das Lächeln nicht verlieren. Und mal schauen, was wir in Augsburg schaffen, weil das ist nämlich auch genau der Ansatz. Wenn du Augsburg spielt, um den Aufstieg zur ersten Liga und mit einer Einstellung und einer Spielweise wie heute, kriegst du dort 6. Und das lasse ich nicht zu. Ja. Aber gut, wir warten ab und wir werden sehen, was passiert. Und damit bin auch ich am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit.